Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre Nummer 19, der beschrieben ist über Corona-Impfschaden, Aufklärung, Aufarbeitung und Hilfe für die Betroffenen. Er war original eingereicht von den Freien Wählern, ist in der neuen Wahlperiode jetzt übernommen worden von der AfD-Fraktion, die auch gleichzeitig einen Ersetzungsantrag mit eingebracht haben. Insoweit sollte man das vielleicht in einem Komplex laufen lassen. Und damit bitte ich um Einbringung. Herr Lommel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nochmal zurück zur Corona. Die Corona-Impfungen waren als Ausweg aus der Corona-Krise gepriesen, die Impfungen. Wer diesem Narrativ nicht folgen wollte, es nicht verstanden hat, der wurde durch Testpflichtungen, 2G-Regelungen, einrichtungsbezogene Impfpflicht dennoch zur Impfung genötigt. Für viele Geimpfte war die Impfung aber nicht nur ein Ausweg aus Corona, sondern für manche auch ein Abstieg in die Krankheit. Und wir werden gleich ein paar Zahlen dazu anhören. Nicht wenige machte also die Corona-Impfung krank. Folgende Daten, ich war selbst bei der Abarbeitung meiner Rede überrascht, wie drastisch diese Zahlen sind. So haben wir alleine für das Jahr 2021 deutschlandweit rund 2,5 Millionen Arztkontakte wegen Impfnebenwirkungen gehabt. Die Altparteien behaupten immer, das seien alles leichte Nebenwirkungen gehabt, für Schmerzen, Einstichstelle und so weiter, aber weit gefehlt, wenn man weiterliest. Aus diesen 2,5 Millionen Arztkontakten resultierten nämlich rund 1,25 Millionen Krankschreibungen. Jeder Zweite also, der nach einer Covid-Spritze zum Arzt ging, hatte so große Symptome, dass er nicht mehr arbeitsfähig war, kurzfristig. 1,25 Millionen, interessant. Vor den Corona-Impfungen gab es nur jährlich, und jetzt muss man das natürlich auch fairerweise vergleichen, 4.200 Krankschreibungen wegen Impfnebenwirkungen, gab es also vorher auch schon, aber schaut euch die Zahl an. Nur noch einmal einzuordnen, das heißt, 7-mal mehr Impfungen als im Vorjahr wurden durchgeführt, aber das 290-fache an Arbeitsunfähigkeitsfällen wurden ausgestellt. Was wir auch wissen, wir haben beispielsweise 576 Menschen, die noch quicklebendig zur Impfung gegangen sind, aber noch am Tag der Impfung plötzlich verstorben sind. Wie kann das sein, dass Gesunde nach einer Impfung plötzlich versterben? Ich lasse es mal so stehen. Schauen wir dann nochmal an die Versorgungsanträge der Impfopfer, die stellen wollten. Das kommt jetzt in den Antrag so ein bisschen hier näher. Haben wir in Sachsen etwa 13-mal so viele Versorgungsanträge wegen Impfschäden vorliegen, wie es sonst bei herkömmlichen Impfstoffen jährlich üblich war. Beim Kommunalen Sozialverband haben rund 700 aus Sachsen einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens bezüglich der Corona-Impfung gestellt. Damit sind nur Personen erfasst, die fast den aussichtslosen Weg der Anerkennung tatsächlich gehen. Die Dunkelziffer wird hoch sein. All diesen Personen, die Anlaufstellen brauchen, Beratung, Hilfe und Unterstützung. Diesen Menschen muss geholfen werden. Auch dazu braucht es unser Angebot. Begreifen Sie also das Angebot nicht ausschließlich als Angebot für Impfgeschädigte, auch Betroffene, umgekehrt jetzt. Für Long-Covid und Post-Covid können Hilfe und Beratung nach unserem Antrag erfahren. Diese Krankheitsbilder können ähnlich sein. Hier gibt es zumindest am Universitätsklinikum bereits Post- und Long-Covid-Ambulanz. Hier könnte man sicherlich prüfen, inwieweit das Angebot auch auf Impfgeschädigte ausgewertet werden kann, sodass den Forderungen unseres Antrages Genüge getan ist. Zurück zu dem Antrag. Wir hatten zunächst mal einen Antrag der Freien Wähler, die gesagt haben, wir möchten gerne das für die Impfgeschädigten haben. Darauf haben wir gesagt von der AfD, ja, das ist ein guter Antrag, aber wir möchten es gerne auch für alle anderen haben, die ein Problem haben.
Und wir haben ja vorhin gerade leidenschaftlich darüber gekämpft für Menschen, die nicht so vom Glück begünstigt sind, und haben doch eine Lösung gefunden, die aus meiner Sicht sehr sozial ist, trotz der großen Probleme, die wir finanziell in der Stadt haben. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Hier haben wir jetzt wieder ein anderes soziales Thema. Hier geht es darum, wo Menschen Sorgen und Nöte haben. Und wenn der Staat so viel Druck ausgeübt hat und so viele Sachen auch im Nachgang zugegeben hat, dass es vielleicht nicht so gut war, dann könnte man auf der anderen Seite auch von Politikern erwarten, komm, da helfen wir euch ein bisschen auch bei einer Beratung und wir lassen euch nicht im Stich, ob dann zu Recht oder zu Unrecht. Das bringt dann die Beratung, aber eins wird es auf jeden Fall, die Menschen werden in unserer Stadt zufriedener sein. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung und zur Vorstellung des Ersetzungsantrags. Es wird weiterhin das Wort gewünscht aus dem Kreis des Rates. Herr Böhm, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, was die AfD hier aufgreift, weil es ist völlig unbenommen, dass es in Größenordnung Impfschäden und auch Long-Covid-Patienten gibt. Und wir waren schon immer der Meinung, Impfen ist Privatsache und der Impfzwang, der an manchen Stellen ausgeübt wurde, ist im Nachgang sicherlich für zukünftige Dinge kritisch zu bewerten. Also insoweit ist man, glaube ich, an vielen Stellen beim Thema sich einig. Nur eins passt eben nicht. Wir als Landeshauptstadt Dresden haben weder die Expertise noch das Personal, um jemanden, der von Long-Covid oder von Impfnebenschäden betroffen ist, irgendwie weiterzuhelfen. Und ich sehe auch überhaupt keinen Ansatz dafür, dass wir diese Expertise erreichen können. Das Klinikum hat uns ja ganz deutlich klar gemacht, dass es für beide Krankheitsbilder aktuell noch keine schul- oder lehrmedizinischen Behandlungsmethoden gibt und dass es dort überall, sage ich mal, im sehr unterschiedlichen Experimentalbereich ist. Und deswegen findet sowas auch an der Uniklinik statt. Und jetzt müssen wir uns doch mal alle ehrlich machen. Wer seit einigen Jahren, die Impfungen liegen lange zurück, 2-3 Jahre mittlerweile, wer bislang Impfnebenschäden hatte, der hat schon einen langen Weg hinter sich, bei Fachärzten, bei seinem Hausarzt. Und Gleiches ist für diese Long-Covid zu sehen. Das heißt, welche Expertise und welche Beratung sollen wir hier noch liefern? Wir wissen alle, dass Facharzttermine knapp sind, dass es ein Problem ist, für diese Krankheitsbilder entsprechende Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Aber Sie versuchen mit diesem Antrag, genauso wie es schon die Freien Wähler vorher gemacht haben, den Leuten eine Hoffnung zu geben, die es sozusagen gar nicht gibt, dass wir als Verwaltung oder nicht wir als Stadt Dresden, sondern das Gesundheitsamt mit seinen Ärzten irgendetwas an dem Problem verbessern kann. Sorry, und deswegen werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen. Ich würde auch noch mal bitten, die Verwaltung, Frau Dr. Kaufmann, noch mal was dazu zu sagen, wie das auch die Klinikärzte gesehen haben, die auch sozusagen bei diesem Thema eine ganz klare Meinung hatten. Das ist ein Thema, wo man sich jede einzelne Behandlung angucken muss und jeden einzelnen Patienten. Und es läuft aktuell eben am Uniklinikum und das städtische Klinikum hat dazu keine Kapazitäten und das Gesundheitsamt, so wie wir das gesehen haben, eben auch nicht. Wie gesagt, wir sollten den Leuten keine falschen Hoffnungen machen, sondern wir müssen ehrlich sein, das ist ein Thema, was Fachärzte lösen müssen und nicht das in Regelkrankenhaus und nicht das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt. Deswegen werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen. Danke. So, Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank. Der Antrag ist jetzt schon ein bisschen länger und der Ersetzungsantrag ist vom Dezember 2023. Sie haben das richtig zitiert, Herr Böhm. Wir haben hier mit einem millionenstarken Phänomen zu rechnen. Sicherlich, was kleinere und größere Impfnebenwirkungen betrifft, auch bei Corona ist es so, dass ein Mensch auf 100.000 Impfungen
Nebenwirkungen hat und aufgrund der milliardenschweren Impfungen weltweit sind dann entsprechend viele Menschen dann auch mit Nebenwirkungen konfrontiert worden. Auch das Long-Covid, Post-Covid-Syndrom ist damit ein neues Krankheitsbild, an dem ausgewählte Forschende weltweit forschen. Und ehrlicherweise muss man zum heutigen Zeitpunkt konstatieren, dass hier noch kein wirklicher Durchbruch des Wissens gegeben ist. Die öffentlichen Gesundheitsdienste und damit die über 400 kommunalen Gesundheitsämter sind keine Ärzte im kurativen Sinne. Das müssen Sie wissen. Ärzte sind niedergelassene Ärzte, die Patientinnen begleiten. Wir sind für Prävention und Infektionsgeschehen und Detektierung zuständig. Wir begleiten keine Patienten. Und innerhalb Deutschlands ist es so, dass insbesondere an Universitätskliniken das Thema Covid und seine Folgen begleitet wird. Auch hier gibt es sehr gute, intensive Netzwerke, aber wie gesagt, auch hier nicht wirklich Durchbrüche. Sodass also die Suggestion, dass wir hier auf kommunaler Ebene helfen, an Ärzte vermitteln können, an dieser Stelle einfach fehlläuft, weil wir können dies nicht. Und wir haben als öffentliche Gesundheitsbehörde und damit auch die Landeshauptstadt Dresden die Covid-Pandemie begleitet, entsprechend der Weisungslagen des Bundes, weitergegeben über die LUA und das SMS, die Landesuntersuchungsanstalt, auf Basis des Robert-Koch-Institutes und die Nebenwirkungen von Impfschäden detektiert das Robert-Ehrlich-Institut. Hier geben Ärztinnen und Ärzte quasi Krankheitsbilder ab und ein. Wir sind hier schlichtweg raus als Kommunen. Insofern wird dieser Antrag als solches keinen praktischen Nutzen für uns erzeugen können, unabhängig davon, wie Sie votieren. Vielen Dank. So, damit ist die Rednerliste abgearbeitet, würden wir zur Abstimmung kommen. Ich habe zunächst den Ersetzungsantrag AfD. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.22 Ja, 42 Nein, 2 Enthaltungen. Wer damit abgelehnt? Damit steht jetzt der federführende ablehnende Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem ablehnenden Ausschuss zustimmen möchte, der müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja, 22 Nein, eine Enthaltung wäre damit so angenommen und damit der Antrag abgelehnt. So, bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich Ihnen noch